Shalom, Shalom. Allerliebste Grüße aus dem wunderbaren Uganda, der Perle Afrikas. Damit ihr mir glaubt, dass ich in Afrika bin, habe ich heute mein Leopardenkleid angezogen. Geliebte Schwestern im Herrn, ich freue mich sehr, dass ich wenigstens per Zoom mit euch sprechen kann oder diesem YouTube-Video und dass wir diese technischen Möglichkeiten haben, über tausende von Kilometern zu kommunizieren. Zuerst einmal möchte ich euch sagen, du bist zutiefst geliebt, du bist gesegnet und zutiefst gewollt von Gott. Und Gott hat einen guten Plan für dich. Und Gottes Wege sind höher als unsere Wege. Ihr Lieben, nie hätte ich ahnen können, was Gott mit meinem Leben vorhat, vor vielen Jahren. Ich bin wahrscheinlich eine von den in der Jugend vorgerücktesten heute in eurer Mitte. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir seine Herrlichkeit erleben, dass wir in das durchbrechen, wozu er, Jesus Christus, alles gegeben hat am Kreuz. Er hat uns herausgekauft aus Armut, aus Schande und Schmach und allem. Ihr Lieben, in Christus ist keine Verdammnis mehr. Aber wir müssen hineinkommen in diese intime, innige Herzensliebesbeziehung mit Jesus Christus. Es ist wie ein Austausch deines alten Lebens mit dem neuen Leben. Und das Thema heute ist ja Loslassen und Gottlassen. Und wir wissen, dass Loslassen ist uns nicht angeboren. Wenn du einem Kind was gibst, der Kleine, der haltet das fest, loslassen wollen sie nicht. Wenn man sie dann nimmt, schreien sie. Und so schreien auch wir Gott oft bei Gott, wenn er sagt, etwas loszulassen. Aber ich kann euch sagen, es ist die beste Lebensqualität, wenn wir immer, immer wieder alles in die Hände Gottes loslassen und ihn lassen. Denn seine Wege sind viel höher als unsere Wege. Seine Pläne, seine Gedanken sind viel höher, als du dir je vorstellen kannst. Ich kann dir mit hundertprozentiger Garantie sagen, dass jede, die mir jetzt zuhört, eine sehr hohe Berufung von Gott hat, dass du ein besonderer Traum Gottes bist für diese Welt. Und den Traum zu entdecken, das ist das Geheimnis eines erfüllten Lebens. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank hat Gott mir die Gnade gegeben, schon sehr früh, mit 10, 11, 12 Jahren, zu beten, dass ich nie sterbe, bevor ich weiß, was der Traum Gottes für mein Leben war oder ist. Und ich bin überzeugt, ich bin drinnen, obwohl der Herr mir immer sagt, es wird alles noch viel, viel größer und schöner und einflussreicher. Ja, ich lebe einfach jeden Tag in voller Gemeinschaft mit ihm und genieße das Leben. Ich habe jahrzehntelang früher Menschen beneidet, die schon im Sarg waren, weil ich geglaubt habe, die haben sie überstanden, ich muss noch leben. Aber heute, ihr Lieben, ich lebe jeden Tag in Fülle. Ich freue mich, dass ich leben darf. Und vor allem freue ich mich, dass ich in ihm, mit ihm, Reich Gottes bauen darf. Ja, also zu dem Thema Loslassen und Gottlassen habe ich ein Buch geschrieben. Das heißt Lola Gola. Das kann man beim SCM Verlag kaufen, auch in christlichen Buchgeschäften. Und ich würde euch das sehr raten, dieses Buch zu lesen, denn darin sind einmal verschiedene Grundwerte. Wisst ihr, wir können nur loslassen, wenn wir wissen, dass Gott gute Pläne hat für uns und dass er dich mehr liebt, als du dich selbst je lieben könntest. Manchmal kommt mir vor, wir sitzen herum mit einem Lutscher und Gott will uns ein Eis geben mit Schlagsahne und Schokolade, aber wir wollten den Lutscher nicht loslassen. Und so fragt uns Gott immer wieder, los, lass los, ich habe was Besseres für dich, lass los. Und da möchte ich euch jetzt einmal da vorlesen, diese Themen, die ich da behandelt habe, es gibt viel mehr. Der Gott, der mich will, der Gott, der zu mir spricht, der Gott, der mich ermutigt, der Gott, der mich liebt, der Gott, der mir neue Kraft gibt, der Gott, der mich segnet, der Gott, der mich motiviert, der Gott, an dem ich meine Lust haben kann, der Gott, auf den ich mich verlassen kann, der Gott, der mir vergibt, der Gott, der mich führt,
Der Gott, der mich erzieht, der Gott, der meine Worte ernst nimmt, der Gott, der mich frei macht, der Gott, der mir sein größtes Geheimnis offenbart, der Gott, der mich in die Demut führt, der Gott, der mir eine neue Identität gibt, der Gott, der meinen Glauben erweitert und der Gott, der mich zu einem Überwinder macht. Ja, wisst ihr, loslassen sollen wir eigentlich alles, was uns sowieso nichts bringt. Zum Beispiel alle Nichtvergebung, alles Nachtragen, alles Beleidigtsein, alle Neid, alle Eifersucht, alle Rebellion, allen Stolz, alle Feigheit, allen Unglauben, alles Misstrauen. Und austauschen mit dem, was Gott zu uns sagt. Ich gebe euch da nur jetzt ein paar Sachen, aber wisst ihr, Gott hat zu allem, auf alles die Antwort. Wir versuchen in der Psychologie und überall Antworten zu bekommen. Ihr Lieben, Gott hat uns seinen Sohn geschickt, den Herrn Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ihr Lieben, ihr müsst euch entschuldigen, aber diese Geräusche hier sind von unseren LKWs. Wir haben jetzt gerade einen Fußballplatz, der voller Löcher war und so schräg war, mit riesigen Maschinen eben machen lassen. Und heute kommt jetzt die schwarze Erde drauf, um dann wunderbares Gras zu setzen. Und da hört ihr diese arbeitenden LKWs. Aber zum Beispiel nur der Gott, der mich will. Viele Frauen wissen gar nicht, wie geliebt sie sind. Gott will sie. Aber Gott hat uns eine Mentalität gegeben, wo wir glauben, unsere Identität hängt ab von den Männern in unserem Leben. Zuerst einmal ist es der Ehemann. Na, zuerst ist es der Vater. Wenn die Väter wüssten, wie sehr Mädchen von den Worten ihres Vaters ihre Identität erhalten, dann würden sie sich mehr mit den Mädchen befassen. Denn wenn ein Vater einer Tochter das die tiefe Wahrheit in sie hineinbringt, dass sie schön ist, dass sie gut ist, dass es gut ist, dass es sie gibt, dass er Freude hat an seinem Kind, dass sie Großes im Leben umsetzen wird, wisst ihr? Ich habe meine Kinder immer wieder mit Worten gefüttert, die eigentlich noch sehr prophetisch waren. Aber sie wirken sich jetzt aus. Und so ein Mädchen, das wirklich weiß, mein Papa, der schätzt mich, der liebt mich, für den bin ich eine Freude, ein Segen, die muss nicht auf den Erstbesten reinfallen, der ihr sagt, ich liebe dich. Die hat Widerstand, die weiß, ich kann wählen. Und dann ist nachher natürlich noch die zweite Chance, der Prinz, den wir heiraten. Ihr Lieben, und dann heiraten wir den Prinz, dann machen wir auch mit einem Frosch. Und er mit einer Fröschin. Denn viele Leute glauben, viele Frauen glauben, wenn ich nur einen Mann hätte, dann wären alle meine Probleme gelöst. Die haben noch nicht kapiert. Wenn du einen Mann hast, kriegst du seine noch dazu, zu deinen. Und ich habe vielen Frauen in der Seelsorge gedient und die haben viele geweint, weil sie keinen Mann hatten. Aber ich habe gebetet mit ihnen, dass sie einen kriegen. Und haben sie einen gekriegt und haben sie weiter geweint. Weil das nicht das war, was sie erwartet haben. Wisst ihr, jeder von uns bringt ein Paket mit in diese Beziehungen. Da heißt es im Psalm 27,10: Wenn selbst Vater und Mutter mich verlassen, wird doch der Herr mich aufnehmen. Jesaja 19,1b: Der Herr hat mich von meiner Geburt an berufen, im Mutterleib hat er mich beim Namen gerufen. Ich kann euch sagen, ich habe jahrelang ein sehr schlechtes Selbstimage gehabt. Und dann habe ich einmal den Herrn gefragt, wie siehst denn du mich? Dann hat er gesagt, Maria, lies Hohes Lied der Liebe 4,7. Da steht drinnen, du bist mein Liebling und ich sehe keinen Fehler an dir.
Ihr Lieben, ich habe geheult und gesagt, Herr, da kann ich dir aber helfen, meine Fehler zu sehen. Also brauche ich deine Hilfe nicht. Ich sehe dich mit den Augen meines Sohnes. Und dann möchte ich euch allen sagen, ihr Lieben. Erstens einmal, vergebt allen, die euch wehgetan haben. Denn Nichtvergebung öffnet die Tür Satans in deinem Leben. Vergib allen Menschen, ob sie es verstanden haben oder nicht, kannst du ruhig sagen, Vater, vergib ihnen, denn die wussten nicht, was sie getan haben. Aber vergib, vergib, vergib. Da muss ich euch aus meinem Leben was erzählen. Ich habe schon mit 19 Jahren schwerste Osteoporose gehabt. Und dann habe ich jahrelang jeden Samstag mit Schwachstrom Behandlungen bekommen, und dass ich es wieder durch die Woche schaffe. Und dann hat Gott mich nach Amerika gerufen. Und ich habe gesagt, ja, da kann ich doch nicht gehen. Und ich sage, ja, geh, ich bin mit dir. Da bin ich geflogen. Und dann war ich drüben 3 Monate und dann mit einer Musikgruppe haben wir dort sehr viele Musikshows gehabt, also Tiroler Volksmusik. Und dann sagt der Herr zu mir, bleib. Und habe ich gesagt, also Herr, das geht jetzt wirklich nicht. Ich bin krank. In Amerika kannst du nicht leisten, krank zu sein. Und er hat gesagt, ich werde dich heilen. Und dann habe ich gesagt, das wird jetzt aber spannend, wie du mich heilst. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr, heile mich. Und dann, ihr Lieben, bin ich abends ins Bett gegangen. Und in der Nacht träume ich von meiner Kindergartentante. Und wisst ihr, ich war ein sehr sensibles Kind, ich war, glaube ich, sogar neurotisch. Und die Buben haben immer so gemacht, haben mich immer nur angegriffen. Und das hat mich so gestört. Und dann habe ich dauernd geheult und dann hat die Lehrerin mit mir geschimpft. Die Buben haben nur gelacht neben mir. Ja? Und so sage ich, Herr, warum muss ich denn von der träumen? Die mag ich ja nicht. Und er hat gesagt, genau deshalb. Vergib ihr. Sag ich, Herr, ich weiß gar nicht mehr, ob sie noch lebt, weiß gar nicht, wie sie heißt. Sagt er, das ist alles nicht wichtig. Vergib ihr, dass sie dich nicht beschützt hat. Ihr Lieben. Dann habe ich gesagt, Herr, ich vergebe ihr, dass sie mich nicht beschützt hat. Und dann wurde in mir ein Fass geöffnet. Da sind riesige Schlangen herausgekommen. Also ich hätte Tante umbringen können, wenn sie in der Nacht in meinem Zimmer gewesen wäre. So eine Stinkwut hatte ich in meinem Bauch, aber verkapselt, ja. Nachgetragen habe ich ihr das. Wenn ich sie gesehen habe in den Jahren vorher, bin ich immer auf die andere Straßenseite, damit es für sie nicht peinlich wird. Das war Blödsinn. Ihr Lieben, ich habe dann erkannt, dass nicht, was sie getan hat, meine Blockade war, sondern wie ich darauf reagiert habe. Nicht, was wir erleben, not what we experience, but how we respond to what we experience makes us bitter or better. And the only letter that has to change is the letter I. Und so, also nicht, was wir erleben, sondern wie wir darauf reagieren, macht uns entweder bitter oder besser. Und der einzige Buchstabe, der sich ändern muss, ist der Buchstabe I. Und I heißt auf Englisch ich. Ja, ich habe gespürt, ich habe der was nachgetragen, ich habe sie verachtet. Ich wollte mit ihr nichts zu tun haben. Ich war sauer auf sie. Und so war dann 3 Wochen, jede Nacht, habe ich von einer anderen Person geträumt, die mich nicht verstanden hat oder die mich nicht beschützt hat. Ich war ein sehr schutzloses Kind oder bin immer so vorgekommen. Und nach 3 Wochen, und immer wieder war es bei mir, ihnen zu vergeben und sie loszulassen, aus meinem Herzen freizugeben, denn die waren alle eingesperrt in meinem Herzen. Willst du mit den Leuten herumlaufen, die dir wehgetan haben? Ja. Und nach 3 Wochen waren die Träume vorbei. Aber dann spürte ich plötzlich ein Rieseln in meinem Rücken, wie damals bei den Schwachstrombehandlungen. Sage ich, Herr, heilst du mich? Sagt er, ja. Nachdem ich allen Menschen, denen ich etwas nachgetragen habe, weil ich geglaubt habe, im Recht zu sein, als ich ihnen allen vergeben habe, da war für mich eine so eine Freiheit und Jesus konnte mich heilen. Und ich bin immer noch geheilt. Mir wurde damals prophezeit, dass ich mit 40 im Rollstuhl bin. Ja? Jetzt bin ich doppelt so alt und bin in keinem Rollstuhl. Meine Knochen haben jetzt die Knochendichte einer 20-Jährigen.
In der Bibel habe ich dann gefunden, da steht es, als ich meine Sünde verbarg, zerfiel mein Gebein. Halleluja. Seither weiß ich, dass Knochenprobleme zu tun haben mit Nichtvergebung. Ja, ihr Lieben, vergebt allen, allen. Ob sie es verstehen oder nicht, aber du gib sie frei. Dann, wisst ihr, wenn wir unsere Sünden abladen bei Jesus und ihm geben und loslassen und sein Herz empfangen dafür. Wisst ihr, ich habe dann gebetet bei all diesen Leuten, denen ich vergeben habe, Herr, gib mir jetzt die Liebe, die du hast für diese Person. Und es gibt keinen Menschen auf der Welt, dem ich nicht begegnen könnte. Es gibt keinen, dem ich noch was nachtrage. Es gibt keinen, den ich hasse. Es gibt keinen, den ich heute nicht treffen möchte. Und es gibt auch keinen Ort, wo ich nicht hingehen möchte, weil ich negative Erinnerungen habe. Lass los. Alles, was sowieso nichts bringt, lass es los und empfang Vergebung und empfange die Natur Jesu Christi. Wisst ihr, der Herr hat zu mir mal gesagt, solange man mich noch beleidigen kann, habe ich es notwendig. Jetzt schaue ich dauernd, ob ich es noch notwendig habe, dass mich jemand beleidigt. Du kannst mich nicht beleidigen oder kaum beleidigen. Und ich werde sofort vom Heiligen Geist erinnert. Vergib, vergib, lass los. Lass los und empfang meine Liebe für diese Menschen. Und besonders in dieser Zeit jetzt, ihr Lieben, wir können die Wahrheit wahrnehmen, aber bitte keinen Hass, keine Vergeltung. Gott kämpft für uns. Gott möchte das Wort in unserem Leben haben. Und er sagt sogar in dann schauen wir, ob ich das jetzt finde, in Matthäus 5, über die Seligpreisungen. Da sehen wir, welche Menschen wirklich vor Gott Autorität haben und Gutes erben werden. In Matthäus, wo ist jetzt das? Matthäus 5. Die Seligpreisungen. Als er aber die Volksmengen sah, Jesus, stieg er auf den Berg und als er sich sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich des Himmels. Und ihr Lieben, die Armen im Geist sind nicht die Blöden, sondern das sind die wissen, ich bin's nicht, hab's nicht und kann's nicht in meiner eigenen Kraft, um im Reich Gottes ein echter Reich Gottesbürger zu sein. Also, vollkommen abhängig zu werden, ist die größte Reife eines Christen. Du kannst in deinem Fleisch denen nicht vergeben, die dir wehgetan haben, die dich verletzt haben, die dich betrogen haben, die dich missbraucht haben. Das kannst du nur, indem du erlaubst, dass Jesus in dir, mit dir, durch dich diese Prozesse in dir freisetzt. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Und da habe ich gesagt, Herr, wieso reines Herz? Sagt er, ja, er läutert die Herzen, er prüft die Herzen, wie Gold. Und ein Goldschmied weiß genau, welche Temperaturen er zulassen muss, um diese Unreinheiten im Gold freizusetzen. Und das Ziel, er weiß auch genau, wann das Gold rein ist. Und zwar ist das Gold erst rein, wenn der Goldschmied in das Gold schaut und sich selbst darin erkennt. Also widerspiegelt. So ihr Lieben, glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn du ein reines Herz hast, dann schaut Gott in dein Herz und er sieht sich selbst. Das ist ein reines Herz. Und die werden Gott schauen. Wenn er dich sieht, siehst du ihn. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig die Ungerechtigkeit willen Verfolgten,
denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn ihr sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Ja, ihr Lieben, das sind Prozesse. Loslassen und Gott lassen. Also mein ganzes Leben, wenn ich es zusammenfügen müsste in zwei Worte oder vielleicht ein paar mehr, wären: Vertraue mir, glaube mir, lass los alle Zweifel, allen Unglauben, lass los, glaube meinem Wort mehr als den Realitäten deines Lebens. Und da muss ich euch noch etwas vielleicht Erheiterndes erzählen, aber für mich ist es eines der schönsten Offenbarungen, die Gott mir gegeben hat. Ich bin ja jetzt schon im 83. Lebensjahr gemäß meines Geburtsscheines. Am 80. Geburtstag habe ich in der Früh viel Zeit verbracht mit dem Herrn und habe gesagt: Herr, wie schaut's aus? Haben wir noch viel zu tun auf dieser Welt oder gehen wir bald nach Hause? Ich bin bereit für alles, aber es wäre nett, wenn du mich ein bisschen informieren würdest, dann kann ich mich ordentlich vorbereiten. Daraufhin sagt der Herr zu mir: Maria, es wird alles viel schneller werden. Das ganze Werk in Afrika wird sich auf eine hohe Ebene von internationaler Verantwortung erheben. Und du wirst so viel Freude haben, dass du es kaum ertragen kannst. Wow, ich sage: Herr, das klingt aber gut. Aber kannst du mir bitte sagen, warum habe ich keinerlei Beziehung zu der dummen Zahl 80? Wenn mir jemand sagt, ich bin 5, habe ich genauso ein Problem, es zu glauben, genauso wie 80. Dann habe ich gesagt: Spinn ich? Ist bei mir was nicht in Ordnung? Was ist los? Bitte klär mich auf, sagt der Herr, ist alles in Ordnung. Sag ich, ja, aber ich bin 80, sagt er, nein. Sag ich, aber das ist mein Geburtsschein. Sagt er, ja, das ist die Realität deines Lebens. Aber wer ist dein Leben? Ihr Lieben, dann ging mir ein Licht auf. Mein Leben ist Jesus Christus. Und der ist nie älter geworden wie 33. Ich habe gesagt: Okay, Herr, wenn du mir sagst, ich bin 33 Jahre, weil Jesus mein Leben ist, dann glaube ich das. Ich nehme es an für mich, aber der Rest ist jetzt deine Verantwortung. Du musst mich jetzt zurückradeln. Und ich sage euch, ich habe so viele Verjüngungserfahrungen gehabt jetzt in den letzten Monaten. Ich fühle mich sowas von jung, habe Energie ohne Ende. Meine Knochen haben eine Dichte von einer 20-Jährigen, habe einen Blutdruck von 94 zu 64. Ich habe einfach endlose Energie. Meine jungen Leute werden müde neben mir. Und so schaue ich immer wieder in den Spiegel, sage ich: Ja, Herr, schlecht ist es nicht, was du bisher gemacht hast, aber dort sind wir noch nicht. Und ich werde nie mehr einen Geburtstag feiern in meinem Leben, sondern nur jeden Tag das Leben. Und wenn ich einen Geburtstag feiere, dann ist es jedes Jahr der 33. Amen. Wisst ihr, da gibt es eine Realität und es gibt eine Wahrheit. Und wir sollen nicht von der Realität beherrscht werden, sondern von der Wahrheit. Wenn ich mir die großen Helden der Heiligen Schrift anschaue, ihr Lieben, das waren alles Männer und Frauen Gottes, die durchbrechen mussten in die Wahrheit. Und die Wahrheit hat sie freigemacht. Amen. Die Wahrheit hat ihnen gezeigt, wer sie sind in Jesus Christus. Oder wer sie sind in Gott. Und es waren Prozesse. Es waren Prozesse. Und so, Gott sieht dich mit anderen Augen, wie die Menschen dich sehen. Und vielleicht du dich auch siehst, weil du dich so geglaubt hast, sehen zu müssen, wie die Menschen dich sehen. Wisst ihr, ich bin nicht der alte Schachtel. Ich bin eine Geliebte des Herrn Jesus Christus. Ich bin eine Braut Jesu. Ich bin so jung, wie ich mich fühle und wie ich denke. Meine Haare wachsen in den letzten 5, 6 Jahren wie verrückt. Ja, schaut euch einmal das an, das ist keine alte Frau. Amen. Alle meine Krampfadern sind verschwunden, ohne etwas zu tun. Ich habe nur gebetet und gesagt: Herr, bitte, verjünge meine Beine. Und er hat es gemacht.
Ja, also ich kann euch nur sagen, ihr geliebten Schwestern, lasst los. Alles, was ihr geglaubt habt, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Du bist nicht einsam, Gott ist mit dir. Du bist nicht dumm, die Weisheit Gottes lebt in dir. Du bist nicht arm, der Herr sagt sogar in der Bibel, wir sollen sagen, lass den Armen sagen, ich bin reich. Du bist nicht schwach, du bist höchst. Die Kraft Gottes lebt in dir. Und wisst ihr, Gott macht solche Wunder in meinem Leben. Ich habe ja schon über 1000 Mitarbeiter. Wir haben fast jetzt 600, 700 Hektar Land in Uganda. Wir haben schon über 16.000 Kindern die Schule ermöglicht, vom Kindergarten bis zur Universität oder Handwerk. Es ist eine Freude zu sehen, wie Gott die Armen liebt. Und da möchte ich euch ermutigen, was wir den Armen schenken, das leihen wir Gott. Der lässt sich nichts schuldig bleiben. Ich bin eine sehr gesegnete Frau. Da möchte ich noch dazu sagen, dass ich in einem der Kommentare von meinen YouTubes hat jemand geschrieben, ob ich Modeschau machen will mit jedem YouTube. Meine IT-Männer sagen immer wieder, Mama, zieh dich um, zieh dich um, zieh dich um. Und so habe ich schon Kleider ausgeliehen von anderen, um diese YouTubes zu machen. Außerdem habe ich eine Quelle, wo kein Kleid mehr wie 10 Euro kostet. Wir nähen selbst und dann fragen sie, ob ich Schmuck. Ich habe eine Freundin, die ist Juwelierin und die schenkt mir alle halbe Jahr mal, hört sie von Gott, dass ich sie mir schenken soll. Und da habe ich ja schon gesagt vor 2 Jahren, du, ich habe genug. Sagt sie, Maria, du bist still. Ich gehorche und du sagst Danke. Und du versprichst mir, dass du das trägst, was ich dir schenke. So trage ich es zur Ehre Gottes. Ist alles geschenkt, alles. Der Herr sagt, suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Wisst ihr, wie Gott mir gesagt hat, ich bin seine Botschafterin auf Erden, da habe ich gewusst, Moment, eine Botschafterin kann nicht schlampig herumrennen, die muss ordentlich gekleidet sein. Schon die Erscheinung spricht von dem, den du vertrittst. Da habe ich gesagt, Herr, jetzt musst du mich kleiden. Und seither kriege ich Kleider geschenkt ohne Ende und kaufe spottbillig ein. Da möchte ich euch raten, ihr Lieben, macht Gott verantwortlich für alles. Sag, Vater, ich bin dein Königskind. Hilf mir, die Prinzessin zu werden, von der du träumst. Hilf mir, diese Botschafterin zu werden, die deine Gegenwart ausstrahlt, die attraktiv wird für diese Welt. Denn ihr Lieben, wenn die Verpackung bei uns nicht stimmt, dann nehmen die Leute auch die Botschaft nicht an. Und die Verpackung soll stimmen. Also du kannst Gott bitten, dass er dich so segnet, denn ohne gesegnet zu sein, kannst du kein Segen sein. So segnet, dass alle, die dich beobachten, zugeben müssen, dass du einem wundervollen Gott dienst, einem mächtigen Gott, einem Gott, für den nichts unmöglich ist. Ja, ich schicke euch alle Liebe Gottes nach in die Schweiz oder auch sonst nach Europa, wer immer das sehen möchte. Und sagt dir, du bist höchst geliebt, sehr begünstigt und wunderbar gemacht. In aller Liebe grüße ich dich aus dem tiefen Süden in Afrika. Shalom, Shalom.